Herzlich willkommen zu deiner Atempause, einer kleinen, aber wohltuenden Auszeit vom Alltag. Schön, dass du dir diese Zeit schenkst. Wie schön, dass du deinem Leben, deinem Tag heute einen hellen Moment schenken möchtest, der in die weiteren Tagesminuten hineinwirken will. Und tatsächlich ist der heutige Impuls ein genau solcher Impuls, um in die eigene Würde zu kommen. Um zu verstehen und zu begreifen, wer bin ich eigentlich und was bin ich nicht. Und dafür lade ich dich ein, dich hinzustellen. Komme in einen aufrechten Stand und achte darauf, wie immer bei den Lichtblicken, dass du jetzt tatsächlich für ein paar Minuten nicht gestört bist, sodass du dich komplett auf das fokussieren und konzentrieren kannst, was heute der Bibeltext zu dir sprechen möchte. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Das, was hier steht, ist unglaublich. Und ich glaube, da kommt schon wieder das Wort Glaube, ich glaube, wir alle dürfen da noch lernen. Und wer es aber ganz schnell begreift, ist dein Körper. Wer es ganz schnell versteht, sind deine Füße. Und zwar stelle dir mal vor, du stehst in einem Haus und da bist du Gast. Du bist eingeladen, die Gastgeber sind total freundlich und heißen dich willkommen. Aber eines würdest du niemals machen. Du würdest niemals zum Kühlschrank gehen, den öffnen und dort dein Lieblingsjoghurt oder das, was dir am meisten schmeckt, rausnehmen und essen. Und jetzt stell dir vor, du bist bei dir zu Hause. Deine Füße stehen in deiner Wohnung, in deinem Haus. Und da ist es ganz selbstverständlich, dass du zum Kühlschrank gehst, den Kühlschrank öffnest, das rausholst, was dir besonders gut schmeckt. Und das ist. Und genau davon spricht dieser Vers. Mit welcher Selbstverständlichkeit lebst du in deinem jetzigen Leben, in deinen Herausforderungen? Bist du ein Gast, der immer meint, er muss alles fragen und vorsichtig sich an ein Thema herantasten? Oder bist du hier zu Hause? Du wirst aufgefordert oder du bist eingeladen, dich als Hausgenosse, als Mitbürger zu verhalten. Und das heißt, du darfst selbstverständlich zum Kühlschrank gehen, den öffnen und das rausnehmen, was du brauchst. Du darfst darum bitten, in einer Selbstverständlichkeit, dass die Menschen, die mit dir im Haus leben, dass die bemüht sind oder willens sind, dir das zu erfüllen, was du brauchst. Das ist der große Unterschied zwischen dem Fremdling oder dem Gast und dem, der in diesem Haus wohnt. Und das, was dein Körper weiß und viel schneller versteht, ist diese Selbstverständlichkeit. Und dazu lade ich dich jetzt im Moment gerade ein, einen tiefen Atemzug zu nehmen, deine Augen zu schließen und deine Füße da zu verwurzeln, wo du gerade stehst. Du bist Gottes Hausgenosse. Du gehörst dazu. Du bist in dieser Familie herzlich willkommen. Mehr als herzlich willkommen. Das braucht man dir gar nicht mehr zu sagen, sondern du bist ein Teil von dieser Familie. Und dann nimm wahr, wie der Atem, die Einatmung, deine Wirbelsäule
in die Länge streckt, nach oben streckt, so dass du aufrecht und würdevoll dastehen kannst. Hausgenossen, Familienmitglieder, die in einer wertschätzenden Umgebung leben, die gehen aufrecht und würdevoll durchs Leben. Und dafür bist du berufen. Du bist ein Kind Gottes. Jede Einatmung richtet deine Wirbelsäule würdevoll auf. Und mit jeder Ausatmung spüre die Selbstverständlichkeit deiner Füße auf der Erde. Aus der Fülle darfst du aufnehmen mit der Einatmung und mit der Ausatmung in diese geerdete Selbstverständlichkeit kommen. Ich bin ein Kind Gottes. Und das ist eine Identität, die dir Würde schenkt, Gelassenheit schenkt, Kraft gibt. Das Leben spielt dir Bälle zu. Manchmal nette, wie Erfolg und Ernte. Mal dunkle Bälle, wie Krankheit, Herausforderungen. Aus dem Stand, jetzt, wo du geerdet und ruhig und gelassen in deiner Würde dastehst, kannst du mit diesen Bällen umgehen. Und du weißt, diese Bälle sind nicht deine Identität. Deine Identität ist die Gotteskindschaft. Deine Identität spürst du in deinen Füßen, in dieser Gelassenheit und kannst mit diesen Bällen umgehen. Und vielleicht gibst du auch diese Bälle gleich weiter an jemand, der kompetenter ist wie du gerade, der gerade mehr Energie hat, mehr Kraft hat. Ich denke, dieser heutige Lichtblick schenkt dir eine gelassene Ruhe im Hier und im Jetzt. Eine Identität, die nicht mit den Bällen übereinstimmt, sondern die Bälle sind hier da, um damit zu spielen, sie weiterzugeben, sie zu bearbeiten, aber die machen niemals deine Identität aus. Da, wo deine Füße sind, da ist deine Identität. Du lebst und stehst im Hause Gottes und lebst als Kind Gottes. Du bist weder Fremdling noch einfach nur geduldet, sondern du bist Teil von einer großen Familie, angeschlossen an Gott, der Möglichkeiten und Kompetenzen hat, die deine weit, weit, weit übersteigen. Und mit dieser Gelassenheit nimm hier noch ein paar tiefe Atemzüge. Schöpfe aus der Fülle und lass dich aufrichten. Spüre so die Kraft der Einatmung. Und mit der Ausatmung spüre mehr und mehr die Gelassenheit in deinen Füßen, die Ruhe und die Selbstverständlichkeit, mit der du dastehst. Luther soll einmal gesagt haben, als er in großen Auseinandersetzungen stand: Hier stehe ich und kann nicht anders. Hier stehe ich und kann nicht anders. Ich bin ein Kind Gottes. Ich kann bei weitem nicht alles so bewältigen, wie ich das möchte. Aber das hat nichts mit meiner Würde, nichts mit meiner Identität als Kind Gottes zu tun. Mit jeder Einatmung spüre die Würde, die durch die Einatmung die Wirbelsäule streckt. Und mit jeder Ausatmung nimm die Gelassenheit wahr, in deinem ganzen Körper. Und so lausche der Musik
spüre weitere Atemzüge. Und bei all dem, was jetzt gerade ansteht in deinem Leben, führe dir vor Augen, dass du gerade in diesen Herausforderungen in deiner Würde, in deiner Ruhe stehen und leben darfst. Und erleben darfst, wie Gott und du, wie ihr gemeinsam diese Herausforderung meistern werdet.